Die fahren hier eine Runde, ne? Und die kommen natürlich. Ist natürlich nicht so intelligent, dann da mal am Depot ranzufahren. Das heißt, ich brauche irgendwo noch eins. Zum Beispiel da. So, Burgdorf hier. 8000 Einwohner fast. Und wir gehen zurück zu unserem Aluminiumwerk. Das war das hier, ne? Aluminiumhütte. Okay, machen wir da die Ankettelung. Ja, könnte man wahrscheinlich irgendwie. Was ist denn das eigentlich hier? Bringt das irgendwas? Nee, ne? Aluminium. Müsste man dann gucken, wo man das Aluminium dann hinpackt. Wo könnte man das Aluminium dann hinbringen? Fabrik, Gießerei, Metallwarenfabrik. Hat man ja unten nicht eine? Nee, Bohrmaschinenhandel. Batteriefabrik. Aber könnte man. Na gut, Säure wäre dort unten noch sinnvoll. Die Frage ist, wo man das jetzt an die Hauptlinie anbindet, ne? Das Aluminiumwerk. Ich bin irgendwie geneigt. Ach so, das geht nicht wegen dem. Wegen dem Berg, ne? Ich wäre nämlich geneigt, sonst irgendwie hier so einen Abzweig hier hoch zu machen. Wenn ich den hier mache, hier hinten geht schlecht, weil ich dann hier auf dem Berg rauskomme. Ich müsste schon irgendwie hier hoch, ne? Dann müsste ich es wieder so bauen, dass alle Richtungen befahren werden können. Erstmal so ein kleines Ausgleis, wo dann die Züge einfach rausfahren können. Wenn ich jetzt einfach sage, ja, ein Stück noch. Erstmal hier hoch und gucken dann. So, hier ein Tunnel. Das erlaube ich mir einfach mal. Haben wir jetzt hier eine Brücke. Schöne Brücke-Tunnel-Brücke-Kombination. Hier kommen wir zum Glück gut am Funkturm vorbei. Wobei man hier eigentlich auch wieder einfach eine Brücke drüber bauen könnte. So, das wäre es erstmal die Richtung. Ja, natürlich könnte man sich irgendeine Vorlage aus dem Internet nehmen dazu, um das zu bauen. Aber es ist ja vom Terrain hier auch relativ anspruchsvoll. So, das war erstmal die Gegenrichtung.
Ha, da habe ich sogar schon eine Idee, wie ich es mache. Brücke drüber. Passt das noch mit dem Abbremsen? Ja, ne? Du auch. Stopp. Wir machen es einfach jetzt mehr schnell einfach so hier. Das wird abgeflacht. Hier eine Brücke drüber. Und weiter geht's. So. Hätten wir jetzt die eine Richtung. Das ist ja immer das, was einfach ist, ne? Ich hätte sogar schon eine Idee, wie ich die andere Richtung mache. Das ist gar nicht so schwer, wie ich es mir jetzt gedacht habe. Die können wir nämlich einfach hier runterzweigen lassen. Dann lassen wir das hier so am Berg entlang führen. Und dann ja, einfach hier so drauf tüdeln. Gut, damit das nicht gleich wieder hier runter geht, geben wir dem halt hier so ein bisschen Platz bis dorthin. So. Hat natürlich den Reiz, dadurch, dass es relativ lang ist hier, diese Einfädelungsstrecken, hat man damit auch so ein bisschen Puffer dann. So, und hier machen wir einfach, das machen wir weg hier. Das ist, glaube ich, nicht das, wie ich es haben wollte. Ich mache das nochmal ein Stück her. Wenn ich das hier so mache, dann kann ich nämlich hier rum. Gut, will ich das jetzt schon am Tunnel einfädeln? Na gut, ist ja eigentlich egal, ne? Da ich ja... Dann machen wir es einfach so hier. Hätte ich jetzt gesagt. So dran. War doch einfacher als gedacht hier. So. Gut, jetzt hätten wir hier die... Warum hat der Zug jetzt dort gewartet? Achso, weil ja noch teilweise Signale fehlen. Das soll so nicht sein. Genau, das ist jetzt einfach die Kreuzung. Da können sie überall hinfahren. So, und die führt jetzt erstmal am Aluminium vorbei. Ist mir das wieder zu lang. Hier wäre er von der Höhe, okay. Natürlich schön verklickt hier.
So, da komme ich jetzt an einer Kunststofffabrik vorbei. Warte mal, ich glaube, das könnte mir hier, eine Brücke könnte mir vielleicht nützlich werden im Hinblick auf das, auf die Aluminiumfabrik. So, dann wäre aber auch noch geil, wenn es irgendwie Platz für ein Depot noch gäbe. Na, hier wäre noch Platz. So, einmal ein Depot. Hier habe ich, glaube ich, die falsche Brücke gebaut. Weil dann könnte ich nämlich eigentlich das Aluminiumwerk hier so über so eine... Was war das hier? Eine Plastikbude, Kunststofffabrik? Ja. Dann könnte ich das nämlich hier so... Okay, dann passt natürlich hier mit diesem Dreier-Hochfahrabstand nicht, aber es ist erstmal egal. Ja, das ist ja auch dämlich. Dann hätte ich das auch hinter der Brücke tüdeln können. So, das ist jetzt da der Aluminium-Abzweig, der AA sozusagen. So, und dann am besten gleich hier wieder runter, damit man dann nicht irgendwie noch umtüdelt. Und dann hier runter.